Okay, hallo, erster Gang. Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde bei mir auf dem Kanal des Öfteren schon gefragt, wie denn das ist, mit viel Federweg bergauf zu fahren. Und ich denke mal, das Thema kann man mal aufgreifen. Wenn man sich ein Fahrrad kauft, überlegt man sich ja, wie viel Federweg, wo fährt man damit. Und ich glaube, das ist sehr ausschlaggebend, dass man sich ein bisschen überlegt, wo möchte ich das Fahrrad hauptsächlich einsetzen. Natürlich spielen gewisse Vorlieben, was Marken und so angeht, immer eine Rolle. Aber ich muss sagen, ich hatte ja am Anfang auch die Befürchtung, dass ich jetzt mit 170 mm etwas über das Ziel hinausschieße und damit nur noch bergab fahren kann. Aber dem ist nicht so. So. Okay, ich zeige euch mal kurz mein Fahrrad. Viele kennen das ja schon aus den Videos. Ein Cube Stereo 170 mit entsprechend hinten 170 mm Federweg. Ich fahre die Conti Baron Tubeless mit einem Durchschlagschutz. Der wiegt zwar ein bisschen was, aber ist so die letzte Sicherheit, wenn es eine richtige Panne gibt. Und ich muss sagen, dieses Rad geht sehr gut bergauf. Ich hatte vorher Räder mit weniger Federweg, von 80 angefangen beim Hardtail. Und ja. Aber ich denke, es spielt eine viel größere Rolle beim Bergauffahren. Die Kondition, die Kraft, wie oft man fährt, um gut einen Berg hochzukommen. Deshalb muss ich sagen, ja, es geht hiermit sehr gut. Klar könnte ich ein bisschen mehr Kondition haben. Aber ich muss ja sagen, heute bei den Dämpfern, so wie der Fox DPX2, lässt sich ja schließen. Und das Fahrrad reagiert dann hinten mehr oder weniger schon wie ein Hardtail. Sehr angenehm zum Hochfahren, gerade wenn man längere Steigung fährt. Bei kurzen lasse ich das in der Regel weg. Ich bin natürlich, was das Hardtail angeht, deutlich besser hochgekommen. Hab aber natürlich dann beim Bergab auf Trails entsprechend Nachteile gehabt. Das heißt Nachteile, es war schon ein ganz anderes Fahren. Das ist jetzt mit dem Fully hier wirklich angenehm. Also für mich ist das Enduro praktisch die Allzweckwaffe, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Mit dem Rad kann man problemlos Tour fahren. Leichte Trails, schwere Trails, aber auch mit in den Bikepark. Es funktioniert nicht nur bergab gut, sondern auch bergauf. Ich kann mit den 170 mm, vor allem wenn ich natürlich auch einen Dämpfer zumache, Steigungen problemlos bis 20% hochfahren. Und daher für mich der Allrounder. Aber ich möchte natürlich nicht nur über das Rad erzählen. Ich werde natürlich gleich auch noch ein bisschen Trail fahren. Würde mich aber mal interessieren, mit wie vielen Millimetern ihr so fahrt und wie gut ihr bergauf und bergab damit klarkommt. Schreibt das doch mal in die Kommentare.
Ach, ist aber rutschig hier. Okay, ich bin am Eselstieg angekommen. Den wollte ich schon längere Zeit jetzt mal ausprobieren und werde das jetzt auch einfach mal machen. Kamera an die Brust. Und dann schauen wir mal, was mich jetzt hier so erwartet. Erstbefahrung. Und mal schauen. Ich denke, der wird jetzt ein gutes Stück runter und auch wieder ein gutes Stück hoch gehen. Aber das passt ja auch zum Thema. So. Also idyllisch auf jeden Fall schon mal. Aber ich hoffe, dass der Weg erkennbar ist. Ja. Sieht so aus, als ob es jetzt hier weitergeht. Und dann dort hoch. He? Ui. Okay, hallo, erster Gang. Den Weg runter hatte ich mir jetzt gerade etwas schmaler und spektakulärer vorgestellt. Hui. Okay, ich gucke jetzt hier so ein bisschen in das Wesertal mit rein. Sieht ja echt schick aus, ist allerdings nicht der Punkt, wo ich hin wollte. Was jetzt wiederum für mich bedeutet, Return. So viel Laub, dass man kaum den Weg erkennt. Huh.
Dankeschön. Schönen Sonntag noch. Ja. Danke. Hui. Okay, kommen wir langsam zum Ende. Wie ihr gesehen habt, komme ich mit dem Rad gut hoch, gut runter. Lässt sich gut springen. Würde mich mal interessieren, mit welchen Rädern, mit wie viel Federweg ihr fahrt. Fahrt ihr lieber rauf, fahrt ihr lieber runter? Liegt euer Schwerpunkt deswegen beim Rad eher auf dem Downhill oder doch mehr auf dem Uphill? Ich glaube, das bergauf, wie das bergab ist, alles eine Frage der Kondition und des Könnens. Und dementsprechend kann man sich natürlich das Rad wählen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Auf dem Kommentar freue ich mich natürlich. Und seid ihr neu auf dem Kanal, würde es mich freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.